Mit diesem Ende der Republik, das mit dem Namen Caesars verbunden ist, beginnt etwas Neues. Und auch das Neue ist mit dem Namen Caesars verbunden. Denn es war der Adoptivsohn Caesars, Octavian, der nun gewissermaßen nicht zum Exekutor der alten Republik wurde, aber zum Begründer von etwas Neuem. Und dieses Neue nennen wir Prinzipat. Was ist das Neue an diesem Prinzipat? Octavian als Adoptivsohn Caesars in eine Art informeller Führungsstellung in Rom gebracht, hatte seine Lektion gelernt. Er durfte sich nicht dem Verdacht aussetzen, eine Monarchie anzustreben. Insofern hat er auch, als er sich schließlich gegen seine Mitkonkurrenten Antonius und Lepidus im Jahre 31 vor Christus durchgesetzt hatte, darauf verzichtet, in den Kontakt zu treten zur ptolemäischen Königin Kleopatra, den etwa Antonius und Caesar gepflegt hatten. Kleopatra versuchte im Jahre 30 vor Christus, Octavian gewissermaßen von der Fortdauer eines ptolemäischen Königtums in Ägypten zu überzeugen. Octavian hat das abgelehnt. Er hat den Verführungen einer Kleopatra, die in den Filmen der Neuzeit vielfach ins Bild gesetzt worden sind, widerstanden. Und er hat stattdessen das alte ptolemäische Königreich Ägypten provinzialisiert. Und zwar in ganz besonderer Weise. Er hat Ägypten gewissermaßen zur Privatprovinz gemacht. Zu einer Provinz, die nur von einem ritterlichen Statthalter verwaltet werden konnte und sollte, der von Augustus persönlich ernannt wurde. Der Prinzipat ist nicht eine reine und klassische und deutliche Monarchie, sondern er hat einen Kompromisscharakter. Octavian hat im Jahre 27 vor Christus in einer demonstrativen Maßnahme öffentlichkeitswirksam in Rom ins Bild gesetzt, die Res Publica, den römischen Staat, an Populus und Senators, an Volk und Senat zurückgegeben und sich dann mit Sondervollmachten ausstatten lassen, die in ihrer Summe quasi monarchisch war, aber jedenfalls nach außen hin einen ganz anderen Charakter hatte. Octavian oder Augustus, wie er seit 27 vor Christus heißt, ist auf diese Weise der Gefahr entgangen, wie Caesar aufgrund des Monarchieverdachtes ermordet zu werden. Octavian, oder wir wollen ihn von nun ab nur noch Augustus nennen, hat die Grundlagen für das Imperium Romanum der anschließenden 4 Jahrhunderte gelegt, die dann in die Spätantike münden und schließlich erst im 6. Jahrhundert den Untergang des Imperium Romanum herbeigeführt haben. Er hat völlig neue Strukturen geschaffen und dabei seine Lektionen aus der Geschichte der Römischen Republik gelernt. Es gab kein römisches Bürgerheer mehr unter Augustus, sondern es entstand ein stehendes Heer von Berufssoldaten, das über das gesamte Imperium Romanum verbreitet war, insbesondere in den Grenzprovinzen, in Germanien, in Spanien, im Donauraum, in Syrien. Dort wurden jetzt Berufssoldaten stationiert, die mit einer Dienstzeit zwischen 16 und 20 Jahren die Dauer der römischen Herrschaft sicherten und garantierten. Er hat daneben eine Verwaltung aufgebaut, die nun den stadtstaatlichen Charakter der römischen Republik ad acta legte und tatsächlich eine Reichsverwaltung wurde. Eine Reichsverwaltung mit einem eigenen Stab, mit einer Ausdifferenzierung von Verwaltungsbeamten auf den Gebieten der Rechtsprechung, des Finanzwesens, des Steuerwesens und so weiter. Wir finden hier manche Grundlagen, die bereits in die Neuzeit hineinweisen. Augustus hat auf diese Weise ein Kaisertum oder ein Kaiserreich etabliert, das jedenfalls seiner eigenen ideologischen Botschaft nach viele Fäden aus der Republik weiterspinnen konnte.
Es gab weiterhin einen Senat. Es gab weiterhin eine Volksversammlung. Es gab auch weiterhin Konsuln. Die hatten zwar in ihrer Summe nicht mehr viel zu sagen, aber sie hatten zumindest den Vorteil, dass sie den Eindruck erweckten, dass die Römische Republik noch existierte. Unter Augustus entsteht so ein reichsweites, weltweites, kann man sagen, Imperium Romanum, das im Westen von Spanien bis nach Syrien im Osten reicht, das im Norden von Germanien, im Süden bis Nordafrika und Ägypten reicht. Augustus hat einen berühmten Tatenbericht verfasst, seine sogenannten Res Gestae, die wir besitzen, weil sie inschriftlich reichsweit publiziert worden sind. Und wir haben ausreichend große Reste dieser Inschrift, die vor allem in der Hauptstadt der heutigen Türkei in Ankara gefunden worden sind. Und so können wir einschätzen, worauf Augustus besonders stolz war. Er war darauf stolz, dass er die Pax Augusta geschaffen hat, einen Frieden, der mit seinem Namen verbunden ist. Und er hat diese Ideologie, diesen Gedanken der Pax Augusta reichsweit tatsächlich ins Bild und auch ins Wort setzen lassen. Dichter wie Vergil und Horaz haben ihn gepriesen. Berühmte Kunstwerke wie die Ara Pacis in Rom, der Friedensaltar, große Tempel, haben dazu beigetragen, dass diese Ideen des Augustus reichsweit vermittelt wurden. Und vor allem, man hat das Medium benutzt, das damals das einzige Massenmedium war, die Münzen. Auf Münzbildern, die nun in jeden Winkel des Reiches gelangen konnten, hat Augustus es vermocht, die Idee der Pax Augusta und die neue römische Prinzipatsidee zu verbreiten. Das hat dem neuen Kaisertum, wie wir es nennen können, eine erstaunliche Stabilität und eine erstaunliche Langlebigkeit verschafft. Augustus hat es vermocht, gewissermaßen unter dem Deckmantel einer republikanischen Staatsform die Weichen zu stellen für ein Weiterleben seiner Dynastie, die sogenannte Julisch-Claudische Dynastie, die alle Kaiser stellt, bis schließlich im Jahre 68 nach Christus Nero, der letzte Vertreter dieser Dynastie, durch eine Willkürherrschaft das Ende dieser Dynastie herbeiführt. Es spricht für die Stabilität des Prinzipats, dass nach dem Ende dieser Dynastie die Staatsform des Prinzipats weiter existiert. Der Senat wählt einen Nachfolger, das ist zunächst Vespasian, der das Kolosseum in Rom bauen lässt, der zusammen mit seinem Sohn Titus den berühmten Krieg in Judäa gewinnt. Danach haben wir die flavische Dynastie, die gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus mit dem Kaiser Domitian ausstirbt. Doch auch dann wird die neue Staatsform des Prinzipats nirgendwo in Frage gestellt. Die Pax Augusta existiert tatsächlich. Es beginnt am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus die Zeit der sogenannten Adoptivkaiser. Die Adoptivkaiser sind einer bestimmten Idee verpflichtet, die von den Zeitgenossen, insbesondere von einem Autor namens Plinius, in literarischen Werken und politischen Reden verbreitet worden ist. Es sollten jeweils die Optimi, die besten römische Kaiser werden, also nicht nur etwa die Söhne, die leiblichen Söhne, sondern die, die am besten geeignet waren. Diese Ideologie entsteht gewissermaßen aus einer Notlage, denn der Kaiser Nerva, der im Jahre 98 nach Christus gestorben war, hatte gar keinen leiblichen Sohn. Und so wurde die Adoption gewissermaßen zum Vehikel einer eigenen Ideologie, nämlich der des Adoptivkaisertums. Der erste sogenannte Adoptivkaiser Trajan, der von 98 bis 117 nach Christus regiert, ist nun derjenige, mit dessen Namen die größte Ausdehnung des Römischen Reiches in seiner Geschichte verbunden ist. Trajan eroberte in den sogenannten Dakerkriegen den Raum nördlich der Donau, das heutige Rumänien, und er hat neue Provinzen im fernen Osten eingerichtet, im Bereich des heutigen Irak. Auch seine Nachfolger sind Friedenskaiser, sie befördern die Kultur. Hadrian etwa
der ein großer Bauherr ist, der durch die Welt reist, der als Philhellene, als Liebhaber griechischer Kultur gilt, der überall griechische Tempel besucht, ihren Bau fördert, der das Griechische in seiner Gesamtheit in Italien fördert und verstärkt. Und zu den Adoptivkaisern gehört schließlich auch noch der Philosoph auf dem Kaiserthron Marc Aurel, der von 161 bis 180 nach Christus nun nicht nur Philosophie treiben konnte, sondern, das ist gewissermaßen der Vorbote schon der Reichskrise des 3. Jahrhunderts, Kriege im Donauraum führen musste, die sogenannten Markomannenkriege, aber auch Kriege gegen die Germanen. Da deutet sich am Horizont das an, was nun in den nächsten Jahrhunderten die Römer besonders beschäftigen wird: Völkerwanderung, Einfälle an den Grenzen. Marc Aurel ist erfolgreich gewesen. Davon kündet noch heute seine gewaltige Marc-Aurel-Säule in Rom mit den Reliefs seiner siegreich praktizierten Feldzüge. Aber seine Nachfolger im 3. Jahrhundert vermochten diese Stabilität nun nicht mehr zu erreichen und zu bewahren. Das 3. Jahrhundert nach Christus gilt als Jahrhundert der sogenannten Reichskrise. Das Kaisertum verliert an Stabilität und das hängt vor allem damit zusammen, dass an allen Grenzen des Römischen Reiches Einbrüche, Invasionen zu verzeichnen sind und die lokalen Truppenführer, die werden gewissermaßen zu autonomen Herren und die Folge davon ist, dass römische Truppen in Syrien oder in Germanien oder in Spanien ihre Truppenführer zu Kaisern ausrufen. Es ist das Zeitalter der Usurpatoren oder der sogenannten Soldatenkaiser. Im gesamten 3. Jahrhundert haben wir 60, 70 Kaiser, die zum Teil nebeneinander regieren, kann man nicht sagen. Agieren wäre das richtige Wort. Und sie vermögen es nicht mehr, gewissermaßen dem augusteischen Imperium Romanum in den tatsächlich vorgegebenen Bahnen zu folgen. Das führt dazu, dass die Reichskrise am Ende des 3. Jahrhunderts das Römische Reich in einen bedrohlichen Zustand versetzt hat. An den Grenzen Einbrüche, im Inneren Labilität, Wirtschaftskrisen, Inflation. Das kann man daran erkennen, dass das römische Geld immer weniger Edelmetall aufweist, weil die Edelmetallressourcen erschöpft sind. Und vieles andere verdichten sich zu einer Art Krisenszenario. Und das ist nun die Grundlage dafür, dass etwas Neues beginnt am Ende des 3. Jahrhunderts und das nennen wir die Spätantike. Das Ende der Reichskrise und der Beginn der sogenannten Spätantike ist mit einem Namen verbunden: Diokletian. Ein Kaiser, der von 284 bis 305 regierte. Diokletian begann als Usurpator. Er ist ein Militär, der sich von den Truppen im Osten nach dem Ende seiner Vorgänger zum Kaiser ausrufen ließ. Und jeder hätte zunächst annehmen können, dass die Reichskrise mit diesem Usurpator weitergeht. Aber weit gefehlt. Diokletian hat ein vollkommen neues Herrschaftsmodell entwickelt, die sogenannte Tetrarchie. Und im Rückblick ist dies ein überaus ingenieuses, originelles Modell, das nun in der Tat darauf abzielte, die Reichskrise strukturell zu beenden. Denn Hauptziel Diokletians war, künftig Usurpation zu verhindern und zu vermeiden. Und er hat es auf folgende Weise versucht. Er hat eine Viererherrschaft etabliert, eine gemeinschaftliche Herrschaft von vier Kaisern, zwei Oberkaisern, sogenannte Augusti, zwei Unterkaiser, sogenannte Caesares. Die nun revolutionäre Idee Diokletians bestand darin, dass die Caesares gewissermaßen angelernt werden sollten, 10 Jahre lang in diesem Junior-Status verbleiben sollten, um dann aufzurücken und 10 Jahre Augusti zu sein, sodass die Gesamtherrschaft auf 20 Jahre beschränkt sein sollte. Und nach diesen 20 Jahren, und das war wohl die revolutionärste Idee dieser Tetrarchie,
sollten die Kaiser freiwillig abdanken. Das hatte es noch nie gegeben, römische Kaiser, die freiwillig abdanken. Und eine weitere revolutionäre Komponente hatte diese Tetrarchie. Denn Diokletian schloss die leiblichen Söhne seiner Mitkaiser von der dynastischen Nachfolge aus. Das heißt, es sollten, ganz im Sinne des alten Adoptivkaisertums, immer nur die Besten zu Kaisern werden. Und auf jeden Fall sollte eine dynastische Komponente ausgeschlossen bleiben, um diese Viererherrschaft in ihrem Fortbestand für alle Ewigkeit, wie es in den zeitgenössischen Texten heißt, zu garantieren. Die Idee war großartig, aber wie es so ist, selbst die großartigsten Ideen scheitern an der Wirklichkeit. Diokletian hat immerhin für 20 Jahre lang dieses System am Leben erhalten können. Er hat auch tatsächlich zusammen mit dem Mit-Augustus Maximianus im Jahre 305 freiwillig abgedankt und es ist auch tatsächlich gelungen, nun den Übergang zur sogenannten zweiten Tetrarchie zu schaffen. Aber bereits ein Jahr später, im Jahre 306, erlebt die Tetrarchie ihre erste große Krise. Da starb nämlich der frisch gebackene Augustus und ehemalige Cäsar Constantius Chlorus. Und das ist der Vater Konstantins des Großen. Nach dem plötzlichen Tod des Constantius des Ersten, der 306 im Sommer in Eburacum, dem heutigen York in Großbritannien, starb, riefen die dortigen Truppen Konstantins zum Kaiser aus. Und da haben wir wieder die Krise des 3. Jahrhunderts. Und die übrigen Tetrarchen konnten es sich nicht leisten, diesen frisch ausgerufenen Kaiser nun aus dem Wege zu räumen oder zu ignorieren. Dazu sind die Soldaten ein zu großer Machtfaktor, ja der Machtfaktor schlechthin. Das heißt, man musste den Konstantin integrieren in das tetrarchische System, man tat das notdürftig, man hat ihn nicht als Augustus anerkannt, er wurde heruntergestuft als Cäsar. Aber damit war im Grunde genommen der Kern der Dauerkrise in der Tetrarchie angelegt. Und die Folgezeit ist nun eine Zeit des Niedergangs des tetrarchischen Systems, gleichbedeutend mit dem Aufstieg Konstantins des Großen, der erst durch die berühmte Schlacht an der Milvischen Brücke im Jahre 312 in Rom zum alleinigen Westkaiser wird und dann in den folgenden 12 Jahren bis zum Jahre 324 durch die Ausschaltung des Ostkaisers Licinius wieder zum traditionellen Monarchen wird. Konstantin ist derjenige Kaiser, der die alte Monarchie wiederherstellt, der zugleich aber die sogenannte konstantinische Wende herbeiführte, nämlich die Durchsetzung des Christentums. Konstantin selbst hat eine klare und deutliche Nähe zum Christentum erkennen lassen. Er hat das Christentum gefördert, er hat die christliche Kirche gefördert, er hat die ersten Konzilien begründet, er hat Bischofsversammlungen geleitet. Er hat sich schließlich auch kurz vor seinem Tod im Jahre 337 taufen lassen. Er ist der erste tatsächlich christliche Kaiser. Aber er ist nicht derjenige Kaiser, der das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat. Das macht erst Theodosius der Große, der von 379 bis 395 regierte. Das 4. Jahrhundert ist aber auf jeden Fall das Jahrhundert, welches mit der Christianisierung des Römischen Reiches verbunden ist und welches zugleich noch einmal eine Epoche relativer Stabilität aufweist. Sowohl an den Grenzen als auch im Inneren gelingt es den römischen Kaisern, weitgehend Stabilität herzustellen. Und diese Stabilität äußert sich etwa auch auf dem archäologischen Sektor. Wir sehen überall noch blühende Gemeinwesen. Konstantinopel wird neu gegründet und ausgebaut. In Rom wird im 4. Jahrhundert gebaut. Im Kleinasien der heutigen Türkei blüht das Siedlungswesen. Die Spätantike ist nicht, wie man oft gesagt hat, eine Zeit des Verfalls. Nein, sie ist noch einmal eine Zeit der Prosperität und relativer Blüte. Das ändert sich am Ende des 4. Jahrhunderts, weil dann gewissermaßen die
Einfälle der Barbaren, wie die Römer sie nannten, die Einfälle der Goten, der Hunnen, der Franken, der Alamannen und so weiter, nun nicht mehr aufzuhalten waren. Eine Zäsur, jedenfalls im öffentlichen Bewusstsein, stellt dabei das Jahr 410 dar, der sogenannte Fall Roms. Die Westgoten unter Alarich erobern Rom, sie hausen dort 3 Tage, sie plündern. Wahrscheinlich waren die tatsächlichen Effekte gar nicht so groß, aber der publizistische Nachhall, der war gewaltig. Man diskutierte in Rom, in Italien, in den gelehrten Kreisen darüber, ob das Römische Reich eigentlich überhaupt untergehen könne, ob das jetzt der Beginn des Untergangs sei. Und all diese Diskussionen fanden im Kontext religiöser und religionspolitischer Debatten statt. Denn die Christen wurden beschuldigt, durch den Abfall von den alten Göttern gewissermaßen den Niedergang provoziert zu haben. Umgekehrt machten die Christen die verbliebenen Heiden dafür verantwortlich, dass die Krise gewissermaßen wieder eskalierte und dass der Fall Roms, die Eroberung Roms durch die Westgoten, eine Art Strafe des Christengottes für den falschen Glauben sei. Wir können durch die zeitgenössische Literatur diese Diskussion verfolgen durch das gesamte 5. und 6. Jahrhundert. Und wir können zweitens verfolgen, wie immer weiter im 5. und dann im 6. Jahrhundert West- und Ostrom sich auseinanderentwickeln. Die Einheit des Imperium Romanum ist im Grunde genommen mit Theodosius dem Großen am Ende des 4. Jahrhunderts zu Ende. Und im 5. und im 6. Jahrhundert entwickelt sich ein weströmisches Reich und ein oströmisches Reich, das dann ins byzantinische Mittelalter hinübergeht, während im Westen nach dem Jahr 476 nach Christus es kein wirklich existierendes römisches Kaisertum mehr gibt, sondern die sogenannten barbarischen Nachfolgereiche sich im Westen etablieren. Doch selbst diese Zeit ist noch eine Zeit, in der Grundlagen gelegt werden über die Spätantike hinaus. Vor allem gilt das für den Bereich des Rechtswesens. Die großen sogenannten Kodifikationen, die Rechtssammlungen der Spätantike, die versuchten, geltendes Recht in eine in sich harmonische Form zu bringen, führten dazu, dass vor allem im 6. Jahrhundert unter dem Kaiser Justinian das Corpus Juris Civilis entstand. Und dieses Corpus Juris Civilis ist nun die Grundlage für das gesamte mittelalterliche und neuzeitliche Recht. Und es finden sich große Teile dieses Corpus Juris Civilis in der Substanz, selbst noch heute im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch. Man kann rückblickend auf die römische Antike sagen, dass die Spätantike den Weg tatsächlich in die mittelalterliche und neuzeitliche Moderne geebnet hat. Überall ist Antike. Das Städtewesen wäre ohne die Antike gar nicht denkbar. Große deutsche Städte wie Köln oder Trier sind römische Gründungen. Sie weisen noch in ihrer Struktur gewissermaßen die alte Kernstruktur einer römischen Siedlung auf. Die christliche Kirche, die in der konstantinischen Zeit zur Blüte gelangte und sich dann als gewissermaßen zweite Macht neben der weltlichen Gewalt etablierte, entstand in der Spätantike und ist die dominierende Gewalt in Mittelalter und Neuzeit neben weltlichem Königtum und Kaisertum. Wichtige Grundformen der Staatsphilosophie, des Reflektierens über Politik, Gesellschaft und Kultur weisen den Weg in die Moderne, und man kann im Rückblick sagen, das heutige Europa wäre ohne die Antike nicht das geworden, was es schließlich ist.